Herr Oeschger, Sie sind CEO von OneLog, dem Schweizer Medienlogin. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, OneLog erhebt keine Daten zu Werbezwecken. Wir sind heute am Tag der Online-Werbung. Wie passt das zusammen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die habe ich auch mit Stefan Wagner, dem Geschäftsführer von der Audience, besprochen. Und wir haben uns schlussendlich dazu entschieden, OneLog hier zu präsentieren, um einfach aufzuklären, um aufzuzeigen, was OneLog macht und was eben auch nicht. Und schlussendlich ist es schon so, dass OneLog einen positiven Effekt auf die Werbebranche hat. Es schafft nämlich die Rahmenbedingungen für den Schweizer Markt, um First-Party-Daten zu verbessern. Vielen Dank.